Okay, da vorne parken. Oh nein, nicht Spinnenbots. Also die kleinen sind noch halbwegs okay. Da sind eine Menge Gegner, da ist aber auch eine Kiste. Okay, immer noch eine Tier-3-Komponente. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch nochmal den Raketenwerfer aufwerten. Wir werden aber vor Ende der Main Story niemals zu einem Gunsmith kommen. Das heißt, es bringt uns halt gar nichts. Cool. Jetzt bin ich schon auf die Zivilisten geschossen, schade. Oh, Alter, fucking Bounty, ne? Das ist halt so richtig unnötig, dass die das bauen. Ich komme jetzt auch nicht mit dem Taxi weg oder so. Ich habe jetzt einfach keine Möglichkeit mehr, mein Equipment aufzurüsten. Das heißt, wir sind jetzt mit dem Low Damage, den wir machen, einfach gefangen. Die Frage ist, können wir in unserer Panzerung irgendwas ändern? Ich nehme das einfach mal. Ich weiß halt nicht, was die Gegner für einen Schaden machen, ne? Wir gucken einfach mal. Wird schon passen. Ich meine, so mit den Basic-Schusswaffen und Schwertern, würde ich mal vermuten, die machen Melee-Damage. Also, nicht Melee, Physical-Damage. Hallo, okay, ich konnte mich gerade einfach da nicht wegbewegen. Schön. Gut, dass wir jetzt auch fast tot sind. Richtig gut gelaufen. Ja, komm, was soll's denn? Schieß mich um. Ich habe halt 5 Hitpoints. Das bringt doch alles nichts. Das bringt doch so nichts. Wie wir auf einmal nicht eine total hässliche Irgendwas-Armor tragen, sondern eigentlich eher so ein Jackett. Crazy. In Gold. Oder mit zum Teil Gold zumindest. Yay, random Kopfgeld. Okay, der ist wenigstens nicht so fett. Okay, wie weit haben wir es eigentlich? Nur 230 Meter. Hatten wir die Kiste da hinten mitgenommen oder waren wir vorher verreckt? Okay, hatten wir mitgenommen. Okay. Trau dem Ganzen hier nicht. Da links sind auf jeden Fall irgendwo Gegner.
Da sind Automaten. Die sind hier unten, oder? Ja, aber halt nichts. Ah, doch. Die geben Hitpoints? Okay, spannend. Dann haben wir da auf jeden Fall erstmal ein Lager von 100, 200, 300, 400, 550 Hitpoints. Für den Fall der Fälle. Da müssen wir dann nur hinflüchten können. Gut, diese Hitpoints brauchen wir jetzt. Ich hätte sie vielleicht nicht hacken sollen, oder? Dann hätten wir nämlich beliebig einfach nachkaufen können und wir haben mehr als genug Geld. Wenn die jetzt einmal gehackt sind, kommt halt das raus, was rauskommt und dann sind die kaputt. Na egal. Na. Warum dreht die Kamera jetzt so? Damit ich noch weniger von dem sehe, was mir entgegenkommt? Okay, Verteidigungsmission. Your imp's getting cocky. Now let's do this. For the record, I'm allowing this only under protest. Und wir müssen in dem Bereich bleiben. Ich bin eher skeptisch, ne? Dass das was wird. Ist mir scheißegal, was sie da haben. Werd fertig. Ich bin halt so gut wie tot. Ja, kann ich halt voll vergessen. Ja. Bedauerlich. Ich müsste mal gucken, ob ich aus dem Gebiet rauslaufen kann und dann nur der Counter nicht weitergeht. Aber das macht es im Zweifelsfall vermutlich nicht einfacher. Wir könnten natürlich auch einfach bei der Panzerung nochmal gucken. Okay, das sieht noch besser aus. Lass mal das nehmen. Das macht halt weniger Physical Resistance, aber dafür... Die mittleren beiden Dinger, was war das doch gleich, mehr Energie und Digitalresistenz. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist. Ich versuch's mal mit physisch. So you need to stick close to that door, all right? How about I tunnel through you, huh? Your imp's getting cocky. Now let's do this. For the record, I'm allowing this only under protest. Okay, was passiert, wenn ich rauslaufe? Okay. Ich kann rauslaufen. Lost contact again. Move in closer. Werde ich auch müssen, glaube ich, zwangsläufig. Oh.
Lost contact again. Move in closer. Leave me the fuck alone. Cool, ich hatte gerade genug Energie, um mich heilen zu können. Nun ja. Ich könnte mal die andere Waffe probieren, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Access denied. Magnetic lock engaged. I got this one, buddy. I'm gonna have to tunnel in through your imp, so you need to stick close to that door, all right? How about I tunnel through you, huh? Your imp's getting cocky. Now let's do this. For the record, I'm allowing this only under protest. Nee. Raketenwerfer definitiv mehr Schaden. Ja, natürlich. Low rank bounty detected. Act accordingly. Klar, weil ich auch sonst nicht genug Probleme habe. Schickt mir hier einen Bounty rein. Ich war ja schon kurz davor, es zu schaffen. Da kann man das ja mal machen. Ja, ich bin doch schon dabei. Okay, dem Fetti mache ich halt gar keinen Schaden, oder? Nö, halt einfach nicht. Also egal mit welcher Waffe. Der ist halt so lol, no. Ich bin doch schon dabei. Okay, Spinnenbots regeln. Almost there. Ain't no ice I can't crack. Du hast mir gerade gefehlt in meiner Sammlung. You can splooge all over me later. Naja, ich muss hier erstmal überleben. Okay, hab ich jetzt kurz Ruhe? Kriege ich irgendwo Hitpoints? Irgendwoher? Ich will da noch nicht reinlaufen. Das geht jetzt noch nicht. Aber wir können theoretisch nochmal zurück und da könnte noch was liegen, oder? Komme ich noch mal bis zu den Automaten zurück? Wo auch immer die waren. Hallo? Ich kann original nicht nach da laufen. Okay. Da irgendwo drin festgesteckt. Oh, die sind jetzt aber... Ja, schade. Aber warte mal, ich hab vielleicht eine Idee. Ich hab hier doch gerade irgendwo auf der Minimap noch Gegner gesehen, links. Komme ich da irgendwie hin? Wir haben fast genug taktische Energie... Ah, oder hier unten. Fast genug taktische Energie. Why are there so many shootings? Das ist heicht. Das ist reicht, um unser Heildinger da aufzustellen. Sehr gut. Machen wir gerade mal. Oh, falscher Button. Den wollte ich. Puh. Alright.
fände einen Gunsmith jetzt irgendwie okay auf dem Weg. Aber wird wahrscheinlich nicht passieren. Apropos Gunsmith. Lass mal gucken, ob die noch irgendwas Sinnvolles haben fallen lassen. Aber ich denke nein. Ne, keine neue Panzerung. Okay. Passiert. Na dann. Okay. Wirklich. Oh, okay. Auch wenn ich sie... Auch wenn ich kaufe, kommt da nicht mehr bei rum. Die sind dann halt einfach irgendwann leer. Okay. Ich denke, die Tür wird hinter uns zugehen, aber... Gucken wir mal. Ascenders, the extraordinary moment we have all been waiting for is at hand. Throughout the history of this galaxy, there have always been times of tremendous change. Different species harness the power of science to reach for the stars, to colonize distant worlds. But though we've come far, one last barrier has always held us back. Travel between worlds has been slow, arduous, and done at immense cost. Now, that will change. With the Menshen portal, we will travel instantly among the stars. With it, we will control the galactic market and restore the Ascent Group to its former glory. Ascenders for the Ascent Group! Impressive speech. If those deluded idiots only knew they were working for Malhorst Gelb. Ah, the irony. Team! Passion! Commitment! Open the Menshen Gate! Ich bin kein Profi, aber ich glaube, das ist nicht gut. Ascent Group, you must shut the gate. Galactic Don't market. Let that, whatever it is, destroy the machinery. Imprint the SI and shut it. Shut it. Okay, müssen wir jetzt das fette Vieh bekämpfen, während hier die ganze Zeit Kleinkram ankommt? Okay, das führt zu nichts. Ich will doch nur ein bisschen Ruhe. Hilfe. Ah.
Okay, ich bin tot. Schade eigentlich, bis dahin lief das ganz gut. Im Multiplayer ist dieser Kampf wahrscheinlich deutlich einfacher. Ja, wahrscheinlich. Es sei denn, es spawnen mehr Gegner. Ah cool, jetzt können wir hier auch nicht mehr das Healing mitnehmen. Damit wir auch auf gar keinen Fall mit... Warum spawnen wir nicht mit vollen Hitpoints? Ja, weiß niemand so genau. What in? You must shut the gate. All competitors must be destroyed. Destroy the machinery. Imprint the SI and shut it. Shut it. On my way. Die Spinnenbots haben gar keinen Bock, die Gegner anzugreifen, bevor die bei mir stehen, oder? Wofür habe ich die Viecher denn? Laufen die Spinnenbots zu mir statt zu den Gegnern. Was soll das? Ah, die Dinger sind manchmal so unnütz, ne? Ich mag unseren Helm. Er hätte mich auch gewundert, wenn es das jetzt gewesen wäre. Well done, operative. That thing almost destroyed the gate generator. It'll be some time before we can get the prototype functional again.
Malhorst Gelb might have failed to acquire mention, but they did succeed in destroying the Ascent Group. We know Noghead has told you the truth behind Protocol 61A, that Y-Corp was incepted as part of an Ascent Group emergency backup plan. The subterfuge was necessary. We had to avoid unwanted Malhorst Gelb attention until we could ascertain the scope of their powers. The original intent was then to revise the Ascent Group, but certain powers have decided that this will not be. The Ascent Group AGI will be taken offline again, and the hardware repurposed. The damage caused was too extensive. Y-Corp owns Menshen. The Ascent Group will remain dead, and Malhorst Gelb will be confronted in due time. What's left of the Ascenders will be repurposed. You did your part in all this to the best of your limited abilities. Your contract is hereby fulfilled. We have upgraded your status in the Intercorp database, and you are now an independent contractor. The usual NDAs are, of course, in place. Speak a single word of this, and we will have you terminated. Okay, well, prinzipiell ist das gut für uns. Arguably with some assistance for myself, but still. Very impressive. I took the liberty to install a small backdoor into the Menshen OS. Kira knows, but she can't remove it without destroying the gate. It's the sole reason you and I are still alive. There's nothing like a bit of mutually assured destruction to bring a corp to heel. No need to thank me, bud. Join me in Terra Line instead. Level 72 now. What? Das war's? Nun. Was für ein unspektakuläres Ende. Also die Idee mit, hey, gigantische Tentakel aus dem Portal, finde ich okay. Aber seriously, der Endkampf an sich war leichter als der Kampf gegen einen random großen Spinnenbot, der irgendwo auf dem Weg stand. Und warum läuft in den Credits nicht der gute Soundtrack von diesem Spiel? Also da ist... Da läuft extrem leise Musik im Hintergrund, also richtig, richtig leise. Hats off übrigens to Pavel, ich spreche es garantiert falsch aus, Blaschak, irgendwie so. Stand auch gerade, das ist der Composer vom Soundtrack. Richtig, richtig gut. Ich mag den Soundtrack wirklich sehr. Ich mag die ganze Welt in dem Spiel sehr, also sowohl rein vom Grafischen her, als auch vom Design. Finde ich, haben sie mit der Welt einen richtig guten Job gemacht. Und alles andere in dem Spiel ist halt so... Ah, okay. Es hätte so viel besser sein können. Das ist, glaube ich, der Punkt, der mich hauptsächlich stört. Es war jetzt halt so ganz okay. Hat man halt mal durchgespielt. Spielt man vermutlich nie wieder. Aber es hätte so viel besser sein können. Ich meine, es ist immer noch eine crazy Leistung dafür, dass es halt ein 12-Mann-Team ist und dass deren quasi erstes Spiel ist. Zumindest in dem Studio. Ich weiß nicht, was die einzelnen Leute vorgemacht haben. Aber von dem Studio aus ist es eben das erste Spiel, was die rausgebracht haben. Von daher auf jeden Fall Respekt davor, aber das hat so viel Potenzial einfach liegen gelassen. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Also, das Balancing ist super weird. So, zwischendurch hat man einen Haufen Gegner, die einen überhaupt nicht beeindrucken. Dann kommt ein random Gegner, der einen einfach sofort wegraucht, den man dann aber auch einfach stehen lassen kann, wenn man will.
Dann hat man den massiven Bosskampf, der, finde ich, jetzt vom Balancing her ganz okay war, aber alles drumherum passte irgendwie vom Balancing her nicht so wirklich. Die Story ist okayisch, also die ist jetzt nichts Besonderes, aber die ist halt so ganz okay. Geht, finde ich, ein bisschen unter, hatte ich ja vorhin schon gesagt, das hätte man irgendwie schicker machen können. Mir ist nach wie vor nicht klar, welche Gegner welche Sorte Schaden machen und welche Rüstung ich dafür anziehen sollte. Dadurch ist mir der Loot leider auch komplett egal, also zumindest was die Rüstung angeht. Wenn sie es weniger auf irgendwie RPG trimmen wollen und sagen, der Loot ist nicht so wichtig, sondern wir wollen das halt mehr als Shooter machen, ist auch okay. Dass das nicht mittig ist, tiltet mich ein bisschen. Aber ja, ist prinzipiell okay, wenn sie sagen, es ist mehr Shooter, aber dann gib mir halt mehr als zwei Waffen gleichzeitig. We just received word. Contact with Decane has been lost. It seems the gate prototype suffered a catastrophic malfunction and was destroyed. I'm not surprised. It was a pipe dream to begin with. What of our losses? Significant, but within projections. Unfortunately, we lost the AGI imprint credentials, but the gate itself was more stable than we've seen before. The Ascent Group, however, will likely never recover. We don't need the Ascent Group. Get the telemetry over to the other facilities, but tell no one about the other side. I'll communicate with our benefactor. As always. Okay, surprise. Malhurst, Gelb machen halt noch Action. Wer konnte damit rechnen? Und jetzt stehen wir wieder hier. Okay. Ja, Microbe AGI has severed our connection. I will forever cherish the memory of our union. So what now, Flesh? How about you give me a juicy memory upgrade? I know you have the U-creds. Boone here! I know you're all independent now. But it'll come a cycle when you spend all those U-creds on booze and floozies. Then come back to me and beg. And maybe, just maybe, I'll give you back your old job. I can always use a good handyman. Verpiss dich, Poon. Wo war ich? Ach genau, so, dann wenn sie es halt mehr als Shooter wollen, dann ist halt wirklich so, dann gibt mir halt mehr als zwei Waffen. Also ja, theoretisch gibt es natürlich eine ganze Menge mehr als zwei Waffen, aber ich glaube, mehr als drei kriegt man nicht sinnvoll aufgerüstet im Laufe des Spiels. Also vielleicht vier, wenn man wirklich so alle Sidequests macht, aber dann eben auch nicht auf die höchste Stufe, weil wir haben jetzt nicht mal eine Waffe auf der höchsten Stufe, weil wir jetzt auch vor der letzten Quest nirgendwo mehr hin konnten. Da unten ist irgendwo noch, oder irgendwo ist hier noch eine Kiste, oder irgendein, hier. Die konnten wir letztes Mal noch nicht hacken, glaube ich. Die nehme ich nochmal mit. Aber es ist so, es hat halt einfach in vielen Bereichen, es hat im RPG-Bereich gute Ansätze. Sekunde, wo wir jetzt mit der Story durch sind. Holy shit. Können mich die Dialoge bitte nicht die ganze Zeit vollquatschen, danke. So. Also es hat im RPG-Bereich gute Ansätze, es hat als ISO-Twin-Stick-Shooter halt echt gute Ansätze. Aber es kriegt irgendwie nichts davon so richtig auf die Kette und das ist schade. Also es ist auch in nichts wirklich schlecht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, so, oh, hier sind Sachen zwischen, die gehen halt gar nicht. Aber es ist einfach, wie schon gesagt, so viel liegen gelassenes Potenzial. So, können wir unseren Raketenwerfer noch aufrüsten? Jo. Okay, und Mark Tenniston auch das Höchste. Aber ja, mit den Sachen, die wir haben, haben wir jetzt halt eine Waffe auf Mark 10. Auch erst nach der Story wohlgemerkt, weil wir... Es wäre halt ganz cool gewesen, irgendwie vor dem Endkampf nochmal einen Gunsmith zu haben. Oder zumindest die Möglichkeit zu haben, nochmal
irgendeinen Knotenpunkt zurückzugehen, dass man sagen kann, okay, ich gebe nochmal Kohle aus, ich rüste nochmal meine Waffen auf, ich equip vielleicht doch nochmal was anderes, mal gucken. Das wäre halt schon ganz nett gewesen, irgendwie. Aber ja, es hat auch so geklappt. Und wie gesagt, die Welt ist, finde ich, fantastisch. Also wie viel Mühe sie sich mit dem World Design gegeben haben, ist unfassbar. Es sind so viele kleine Details drin. Die Städte oder Knotenpunkte oder wie auch immer man das nennen will, sehen meiner Meinung nach großartig aus. Es wirkt halt wirklich belebt. Also hier sind so viele, ja, gar nicht mal unbedingt NPCs, also schon NPCs, aber nicht im Sinne von, ich kann mit jedem quatschen, aber halt einfach so viele Charaktere, die hier einfach rumlaufen und die Stadt lebendig machen. Und das ist halt richtig gut. Und wenn das restliche Spiel vom Gameplay her auch einfach auf dem Niveau wäre, wer hätte es halt massive Awards zu, oder massive Chancen auf irgendwie so Game of the Year. Aber so kommt es halt, abgesehen von der Grafik und der Welt, halt leider nicht über mittelmäßig hinaus. Was schade ist. Können wir hier eigentlich Alkohol kaufen? Was ist dieses Biersymbol? Du erzählst mir einfach Stuff. Okay. Ja, und abgesehen davon gibt es halt eben auch noch eine Menge kleinerer Bugs. Also man hängt einfach gerne mal an Sachen fest, wenn man ausweichen will oder ist stuck auf Treppen. Wir haben irgendwo eine Sidequest gefunden, die wir nicht annehmen konnten, beziehungsweise es gab einen Sidequest-Marker. Und das ist wohlgemerkt die Steam-Variante, die wohl im Vergleich zu allen anderen Versionen sehr gut läuft. Also von daher, nur. Allein so eine Ecke hier, ne? Es sieht halt einfach so gut aus. So das Neon hier ein Graffiti noch hingepackt. Hier ganz viel Kleinkram auf dem Boden. Keine einfache Textur, die sich sofort wiederholt. Mindestens drei NPCs im Bild, egal wo man hingeht. Und ich könnte stundenlang in dieser Welt rumlaufen und mir das alles angucken. Aber das Shooter-Gameplay brauche ich einfach nicht nochmal. Das hat jetzt nicht so viel Spaß gemacht. Hier sind halt noch 5000 Kisten in Stimtown auf jeden Fall. Aber sehe ich mich jetzt halt auch nicht mehr. Nebenquests sehe ich mich ganz ehrlich auch nicht. Also, so viel Spaß macht mir das Shooter-Gameplay leider einfach nicht. Ich würde sagen, wir lassen es an der Stelle einfach. Das ist soweit in Ordnung. Wir haben die Story durchgespielt. Soll reichen. Das war also The Ascent. Trotz allem ganz okay. Nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte. Aber schon in Ordnung. Den Soundtrack werde ich auf jeden Fall noch eine Weile hören. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Und von daher auch eine Sache, die ich mit Sicherheit sagen kann, ist, ich hoffe, wir sehen uns bei irgendeinem anderen Video wieder, beziehungsweise bei irgendeinem anderen Stream. Wir machen gleich noch eine Idee im Stream, aber zumindest für die Aufnahme erstmal vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Ertragen meiner ganzen Rants, die in dem Spiel, glaube ich, nicht so selten waren. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns bei irgendeinem anderen Projekt wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.